Die ÖVP hat die heimische Automobilwirtschaft und die rund 400.000 dort direkt oder indirekt beschäftigten Arbeitnehmer verraten und verkauft. Das wissen die Österreicher, das weiß das ganze Land. Da hilft es auch nichts, dass ÖVP-Kanzler Nehammer am Montag einen eigenen Autogipfel einberufen hat. Zufällig ganz kurz vor der Wahl. Konkret geht es Herrn Nehammer angeblich darum, das Verbrennerverbot ab 2035 zu kippen. Doch wie ernst meint es der Kanzler wirklich? FPÖ-TV hat die Antwort. Im aktuellen Krone-Interview sagt Nehammer Folgendes. Die Entwicklung des Verbrenneraus, so wie wir es jetzt haben, kommt aus einer Kommission, die einem linksgerichteten Parlament gefolgt ist und dieses Verbrenneraus so entschieden hat. Nehammer will es also den Linken in die Schuhe schieben. Da hat er aber vergessen, dass es auch ÖVP-EU-Abgeordneter Ottmar Karas war, der im EU-Parlament genauso wie die Grünen für dieses technologiefeindliche und ideologietriefende Verbrennerverbot gestimmt hat. Fakt ist, ohne die Stimmen der EVP-Fraktion, der die ÖVP angehört, hätte es gar nicht beschlossen werden können. Und noch dazu war es die ÖVP, die die Grünen in die Regierung geholt hat. Die Anti-Autofahrer-Ministerin Gehwessler war es dann auch, die beim EU-Verkehrsministerrat dafür votiert hat. Weiters gab es die spritpreistreibende CO2-Strafsteuer, eine Normverbrauchsabgabe, die alles verteuerte und gesetzeswidrige Straßenbaublockaden, die verordnet wurden. All das geht auf das Konto der ÖVP. Wenn Nehammer daher jetzt behauptet, für den Anschlag der EU-Eliten auf unsere Automobilwirtschaft und die Mobilität der Bürger seien allein die Linken verantwortlich, dann ist das schlichtweg unwahr. Wahr ist hingegen, dass nur die Freiheitlichen geschlossen gegen diesen Wahnsinn gestimmt haben. Die Österreicher lassen sich nicht für dumm verkaufen. Sie wissen, wer sich auf Nehammer verlässt, ist verlassen. So kommentierte FPÖ-Obmann Herbert Kickl den neuerlichen PR-Marketing-Gag der Nehammer ÖVP. Es wird daher an einem freiheitlichen Volkskanzler und einer FPÖ-geführten Bundesregierung liegen, das Verbrennerverbot zu stoppen. Es geht dabei um nicht weniger als um den Erhalt von Arbeitsplätzen und den Stopp autoritärer Bevormundungsfantasien der EU-Eliten darüber, welche Mobilitätsformen die Bürger überhaupt noch nutzen dürfen. Eine möglichst starke FPÖ im EU-Parlament und eine FPÖ-geführte Bundesregierung mit einem freiheitlichen Volkskanzler sind der einzige Garant dafür, dass wieder unsere Bevölkerung, ihre Anliegen und ihre Interessen an allererster Stelle stehen und einem Verbrennerverbot, das den Rückfall in die technologische Steinzeit, die Zerstörung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Automobilwirtschaft bedeutet, eine klare Absage erteilt wird.